Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Commander Keen. Ich werde euch ein bisschen was mit die Story erzählen. Warum habe ich keinen Ton? Ich bin irritiert. Habt ihr Ton? Gibt es noch keinen Ton? Mal die Maus hier raus. Maus hier raus, so. What's happened? Wir werden erstmal hier ein bisschen die Story eingehen. Und zwar habe ich mir das ein bisschen übersetzt. Na, natürlich vorneweg, weil mein Englisch ist nicht ganz so gut. Also, hatte ich jetzt schon mal erzählt, ich kann Englisch sprechen, ich kann kommunizieren, ich finde den Weg, wenn ich irgendwo hin will im Urlaub. Aber das hier, ja, traue ich mir nicht zu. Das frei zu übersetzen. Deswegen habe ich das mir vorneweg aufgeschrieben. Und zwar geht es um den kleinen Billy Blaze, der ist 8 Jahre alt, ein Genie. Und er arbeitet ganz fleißig im Clubhaus, der sich im Hinterhof befindet oder in der Werkstatt. Er nennt es sein Clubhaus und dort arbeitet er ganz fleißig an seinem Raumschiff, welches er aus alten Suppendosen, Gummizement und Plastikschläuchen erschaffen hat. Ja, in der Zwischenzeit ist seine Familie, also hier steht seine Leute, sein Volk, seine Familie würde ich aber davon ausgehen, in der Stadt. Und sein Babysitter oder sein Aufpasser ist eingeschlafen und deswegen ja, geht Billy wieder hinter in die Werkstatt. Und dort setzt er den Footballhelm seines Bruders auf und ja, er transformiert oder er verwandelt sich halt in Commander Keen, der Verteidiger der Erde sozusagen. Oh ja, habe ich so ein bisschen vergessen. Brauchst du schreiben? Das Stück nach dem Verteidiger der Erde. Egal, hier den Rest habe ich dann nicht weiter übersetzt. Oh, ich wollte noch gucken, was Marooned heißt. Und zwar geht es eigentlich darum, dass Aliens vom Planet Vorticon 6 ja, seinen Plan durchkreuzen wollen. Marooned. Ausgesetzt. Also, er wurde auf dem Mars ausgesetzt. Und die Aliens, obwohl ich jetzt gehört habe, man soll nicht mehr Aliens sagen, weil das wohl ja auch rassistisch wäre. Und ja, man kann sich auch Gedanken über Sachen machen, die total sinnlos sind. Zumindest was ihm dabei weggenommen wurde und was er unbedingt wiederfinden muss, ist der Joystick, der eigentlich seinem Bruder gehört. Der funktioniert für die Kontrolle also für die Flugkontrolle. Dann die Autobatterie von seiner Mutter, von ihrem Auto. Ja, ist das Stromsystem und ja, der Strom halt für das sein Raumschiff. Der Vakuumcleaner müsste eigentlich ein Staubsauger sein, bin ich der Meinung. Den hat er halt auch verbaut. Und Everclear, ja, der Likör seines Vaters, den hat er als Treibstoff benutzt. Also er hat sich wirklich ganz tolle Gedanken gemacht. Ihr könnt ja den Rest, der hier steht, könnt ihr euch ja selber noch übersetzen, wenn ihr Lust dazu habt. Wie gesagt, das ist bei mir ein bisschen viel und dadurch habe ich das einfach nicht gemacht. Ich habe mir den Hauptpart rausgeschrieben, also worum es geht, um den kleinen Commander Keen bzw. Billy. Ja, Episode 2 und 3 werden wir derzeit nicht spielen. Ich wollte euch erstmal mit der Episode 1 vertraut machen. Und ja, der kleine Billy Blaze oder Commander Keen sieht halt aus, wie er aussieht, mit dem Helm auf dem Kopf.
weil das zu seinem Raumschiff gehört. Und das ist eigentlich der Footballhelm von seinem Bruder. Ja. Ich hatte schon mal kurz reingespielt, deswegen steht hier Continue Game. Da werde ich aber nicht weiterspielen. Also einfach nur, um mit der Steuerung ein bisschen vertraut zu werden, hatte ich reingespielt. Ich hatte auch schon mal eine Aufnahme gestartet gehabt. Die habe ich aber wieder verworfen, aus dem Grund, weil ich halt euch ein bisschen was über die Story erzählen wollte dazu. Wir werden ja das jetzt mal probieren. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Es ist wieder unser Feiertag. Oh doch, es geht schon. Okay. Nee, dann werden wir es komplett machen. Jetzt muss ich mal schnell überlegen. So. Das Spiel ist von 91, glaube ich. 95, 91. Steht nicht da. Ich habe dieses Spiel als Kind, ich fand das so geil. Und vor allem die Sounds. Und, ja, also ich war ein großer Fan von Kumanaki. Jetzt noch kurz zu sagen. Wie gesagt, das Spiel ist schon echt alt. Die meisten von euch werden es gar nicht kennen, wenn sie denken, was ist das für ein Scheiß. Ich war es gar nicht damals. Das hier sind die kleinen Aliens. Die können natürlich hier durch die Schnappe laufen. Wir können nicht durch die Schnappe laufen. Diese einäugigen Aliens. Bezeichnen sie immer noch Aliens. Diese einäugigen grünen Wesen. Schubsen uns nur rum. Also die tun uns sonst nicht wirklich was. Und man kann, indem man ihnen auf den Kopf springt, kann man sie kurzzeitig halt zum Schweigen bringen, möchte ich mal sagen. Also kurzzeitig außer Gefecht setzen. Richtig töten kann man sie aber nicht, weil man auch nicht, braucht man auch nicht. Später gibt es dann noch andere, die sind dann wirklich gefährlich für uns. Die ärgern uns ein bisschen mehr und den dürfen wir dann auch nicht unbedingt begegnen. Ja, das passt ganz gut. Hier mit der ersten Stage, möchte ich mal sagen. Die machen wir dann nach dem Abend. Das hier ist unser Feiertags-Special für den 31. Oktober. Was ja nicht bei jedem Feiertag ist. Bei uns ist es Feiertag. Manche haben ja dann auch den 1. November, also Allerheiligen. Bei uns ist es aber hier der 31. Oktober. Reformationstag. So, und das war halt unsere erste Stage. Und jetzt haben wir hier eine größere Auswahl an, kleine, an Level Stages, wie auch immer, die wir halt noch durchspielen können oder müssen. Ja, wir hören in unserem Kopf eine Stimme und die sagt, ja, es ist zu schade, dass du nicht dieses galaktische Alphabet kennst, Mensch. Und wir sind entfressen. Und das war's schon. Dann machen wir die hier doch schnell, weil hier kriegen wir unseren Pogo. Das ist so ein Springstock, muss ich mal sagen. So, und da oben ist halt, Uah, war das knapp. Dieses zweiäugige, grüne Monster, Wesen, welches auch so, wir haben unseren Pogo, damit, mit dem wir immer springen können. Ich beende den Part hier an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal hier. Und ich hoffe, ihr freut euch auf das Projekt. Das ist wieder nur ein ganz kleines, aber ihr freut euch auf das Projekt genauso wie ich. Und dann schaltet ihr in hoffentlich 2 Stunden wieder ein. Also bis dahin. Macht's gut. Ciao, ihr Lieben.